Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir uns eine Situation anschauen, die in der Praxis wirklich häufig vorkommt, weil einfach viele mit den Aufgaben des Alltags, die sie zum Teil alleine bewältigen müssen, nicht überfordert, aber einfach ausgelastet sind. Okay, in unserem Beispiel wollen wir auf eine Situation eingehen. Und zwar, wir simulieren das jetzt ganz einfach mal. Wir verkaufen einen Artikel, bei dem wir keinen Bestand eingepflegt haben. Und dann stellt sich ja die Frage, wie komme ich jetzt wieder auf den richtigen Bestand? Obwohl ich schon was verkauft habe, was ich schon da habe, aber noch nicht eingegeben habe. In unserem Beispiel gehen wir mal in den Artikelstamm und wir sehen uns einfach mal den Artikel mit der Artikelnummer 1 an. Hier haben wir 0 im Bestand. In der Gegenüberstellung, die wir mit F12 aufrufen können, sehen wir, dass wir hier keine Eingangsmengen haben und keine Abgangsmengen haben. Okay, nun ist es ja so, wenn Sie die Kasse betreten und wir jetzt einen Artikel verkaufen, wir sagen hier ein Stück von dem Monitor, fragt uns ja Wabi Profi 3, ob wir das wirklich wollen. Weil er sagt, hey, lieber Benutzer, du verkaufst hier etwas, was du gar nicht da hast, laut Software. Wenn Sie jetzt natürlich sagen, ja, das ist schon richtig, ja, dann verkaufen Sie es halt. Wir gehen nun auf Bezahlen, lassen uns das ganze Ding bezahlen, drucken jetzt keinen Bon. So, was ist jetzt nun mit dem Artikel? Wir verlassen jetzt die Kasse und schauen uns den Artikel an. Wir sehen, dass wir hier im Bestand minus 1 nun haben. Klar, weil wir haben ja 0 minus verkaufte Menge, also 0 minus 1 ist gleich minus 1. Das gleiche sehen wir nun in der Gegenüberstellung, die wir mit F12 ja erreichen können. Wir sehen, dass wir auf der rechten Seite keinen Wareneingang haben, aber wir einen Warenabgang haben in Höhe von einem Stück. Die Lösung des Problems ist eigentlich relativ einfach, aber dazu muss man wissen, was man tut. So, was Sie nicht machen dürfen, Sie können ja in den Artikelstamm einfach hineingehen und verwenden die Ändern-Option. Sie sagen hier, ich ändere das und ich habe hier im Bestand 3 Stück. Was aber dann total irre ist, also das heißt total widersprüchlich ist, oder ich zeige es Ihnen am besten, damit Sie auch das Ganze verstehen, weil die Videos sollen ja dafür zuständig sein, damit Sie natürlich auch den Hintergrund verstehen, warum Sie etwas tun sollen oder warum Sie etwas nicht tun sollen. So, ich habe jetzt einfach mal eine Datensicherung erstellt, um den Zustand, von dem wir ausgehen, wiederherstellen zu können. Okay, also Beispiel, Sie sagen, jetzt habe ich zwar was verkauft, aber es macht ja nichts, ich gehe jetzt hier auf Ändern. Und sagen, ich habe 3 Stück laut Lieferschein ja bekommen, die Sie halt vergessen haben einzugeben, also geben Sie nun die 3 Stück ein. Wenn Sie das tun und das Ganze abspeichern, passiert nun Folgendes. Wabi Profi 3 sagt, hey, du hast ja eigentlich 4 bekommen, lieber Benutzer, denn vorher 3 Stück sind im Bestand und 1 ist schon vorher rausgegangen, das eigentlich noch nicht eingegeben war. Also muss das vorher Eingegebene ja schon mit in der Eingangsmenge drin sein. Also das heißt, die Eingangsmenge erhöht sich um die Minusstückzahl. Ist im Prinzip logisch, was sonst kann es ja nicht stimmen. Das heißt, dann hätten wir hier, wir haben 4 bekommen, 1 verkauft. Aber das ist ja in unserem Fall total falsch. Deswegen bitte ich Sie, nicht diesen Weg zu gehen, denn selbst wenn Sie die richtige Eingangsmenge eingeben, dass Sie sagen, okay, ich lade mir jetzt bloß mal die Datensicherung, wo habe ich denn hier die Datensicherung wieder zurück. Wenn Sie die richtige Eingangsmenge eingeben, also in dem Fall hätten Sie nicht 3 eingeben müssen, sondern 2, dann hätte es ja gestimmt. Aber da werden in der Praxis sehr, sehr viele Fehler gemacht und wenn es schnell gehen muss und ein Kunde noch schreit, wie auch immer, dann passieren da einfach Fehler. Deswegen rate ich Ihnen zu einem anderen Weg. Das heißt, wir sind jetzt hier wieder bei unseren Artikeln mit dem Bestand von minus 1. Schauen wir uns eine Gegenüberstellung an. Was Sie nun tun, Sie gehen auf Neu. So, dann geben Sie die Katalognummer des Artikels ein, die ERN-Nummer oder in unserem Beispiel einfach die Artikelnummer, was am schnellsten geht, von dem Artikel, den wir ändern wollen. Jetzt drücken wir Enter. Wir haben hier einen Einkaufspreis, einen Verkaufspreis und hier geben wir die Menge ein, die wir geliefert bekommen hatten, ursprünglich geliefert bekommen haben. Das waren 3. Nun sage ich übernehmen und schließe das Ganze. Nein, ich will keine Etiketten drucken. Und Sie sehen jetzt sofort, was hier passiert ist. Die Bestandsmenge hat sich nun automatisch auf den richtigen Wert gesetzt. Das heißt, Wabi hat gesagt, okay, du hast 3 bekommen, hast aber schon einen verkauft davon. Also ist natürlich die Eingangsmenge minus die verkaufte Menge die aktuelle Stück- bzw. Bestandsinformation. Und das ist genau das, was Wabi Profi 3 hier getan hat. In der Gegenüberstellung sehen wir, dass wir 3 Stück bekommen haben. Einen verkauft haben und nun 2 als aktuellen Bestand haben.
Deswegen bitte, bitte, liebe Benutzer, wenn Sie so etwas haben oder wenn Sie Artikel mit Negativstückzahlen haben, verwenden Sie immer die Funktion Neu, denn Neu legt Ihnen bei Bedarf einen neuen Artikel an, insofern der noch nicht bei Ihnen im Artikelstamm ist, oder er korrigiert den von Ihnen eingegebenen Eingangsmengenwert, also den Bestandsinformationen, unter Berücksichtigung von Vorfeld abgegebenen oder verkauften Stückmengen des Artikels, die Sie noch nicht eingepflegt hatten zum Zeitpunkt des Verkaufs. Klingt jetzt fürchterlich kompliziert, ist es aber nicht. Einfach, wenn hier Bestand minus, also wenn irgendwas mit minus drin steht, verwenden Sie immer die Funktion neu. Geben Sie die Artikelkatalognummer oder ERN-Nummer des Artikels ein und geben Sie die ursprünglich gelieferte Menge laut Lieferschein oder laut Rechnung bei Eingangsmenge ein. Und alles andere macht WABIPROFI 3 für Sie dann automatisch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Ihnen hier mit diesem Video weiterhelfen können und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Tschüss!